machen wir weiter mit Thorim Hard Mode. Thorim Hard Mode ist der nominell einfachste Hard Mode. Ja, zumindest von den Keepern. Ich muss sagen, dass ich Flame Leviathan vom Hard Mode her jetzt, nachdem wir das gemacht haben, auch einfacher finde, aber man braucht für Flame Leviathan mehr Zeit, um das Ganze zu lernen. Für Thorim muss man nicht sehr viel lernen. Da gibt es ganz klare Einteilungen und dann läuft das irgendwie. Wenn ihr das erste Mal zu Thorim geht, ist die Chance sehr hoch, dass ihr den Boss auch an diesem Abend legt. Ich kann auch nochmal am Ende des Ganzen darauf eingehen, wie unsere Gilde den Release-Woche angeht, damit wir für die einzelnen Bosses ein bisschen einfacher haben. Da, also in welcher Reihenfolge wir was spielen, um Loot zu holen und wir dann zu den Bossen gehen, damit wir dort einfach mehr Loot haben und das den Fight einfacher macht. So, also, Thorim. Thorim hat zwei Phasen. Die erste Phase ist eine Ad-Phase und die zweite ist die Boss-Phase. Das irgendwie coole an dem Fight, ich finde es irgendwie cool, dass sich die Raids aufteilen müssen. Das heißt, ihr habt einen Teil in dieser Arena stehen am Start und ein anderer Teil läuft durch so einen Gang durch. Kommen wir erstmal zum Arena-Team. In der Arena selber kommen Mobs reingesprungen von den Zuschauerrängen und probieren euch natürlich aufs Maul zu hauen. Lasst mich so sagen, das ist nicht schwer. Passt einfach nur auf, dass ihr dort nicht als DD irgendwie hemm gehen wollt. Wenn ihr Aggro zieht, ist doof. Wenn ihr nicht irgendwie zu krass reinböllert, passiert da gar nichts. Es kommen zwei, drei größere Ads, also Elite-Ads. Das ist so ein Vrykul, Darkrune Champion. Das ist der Darkrune Acolyte und der Warbringer. Der Acolyte heilt, also fokust immer den Acolyte. Die Mobs aber generell, also selbst die größeren Mobs, die leben vielleicht 10 Sekunden. Die haben nicht viel HP. Also stresst euch da überhaupt nicht. Und dann kommen zwischendurch, wenn ein so ein Dicker kommt, kommen immer so 6, 7 von so kleinen. Das sind Non-Elite. Wenn ihr ein Tank seid, ihr werdet genug damit zu tun haben, einen Taunt für jeden von denen ready zu haben und eine Ability für jeden von denen. Kümmert euch nicht um die Commoner. Die sterben so schnell weg, so schnell könnt ihr gar nicht draufhauen. Die haben, weiß ich nicht, 20.000 HP oder so. Also wirklich nothing. Ignoriert die als Tank mehr oder weniger. Wenn ihr ein Parler-Tank seid wie ich, legt eure Weihe dahin und gut ist. Wenn ihr die Aggro von denen nicht habt, ist völlig egal. Konzentriert euch auf den Darkrune Champion, auf den Warbringer und auf den Acolyte. Ja. Und mehr passiert hier in dieser Arena tatsächlich nicht. Die kommen die ganze Zeit reingehüpft, von rechts, links, hinten, vorne, holt die ran, macht die in der Mitte. Ach so, was noch passiert ist, Thorim steht hier oben auf seinem Balkon und schmeißt seinen Hammer runter. Dieser Hammer macht A, Schaden auf den Raid und B, verlangsamt er die Casting Speed für 8 Sekunden oder so um 75%. Das ist der Grund. Und da kommen wir dann mal gleich zu der Aufteilung, wer wohin geht, warum wir hier eher Melee-DDs haben wollen. Weil die von diesem Passing Speed Reduce nicht betroffen sind. Nicht wirklich. So. Die zweite Gruppe, und das ist die Hallway-Gruppe, die hat im ersten Gang auch ein paar von diesen Zwergen, ich glaube Iron Honor Guard und Iron Ring Guard, solche stehen hier rum. Wenn ihr reingeht, vorsichtig, wirklich vorsichtig,
Die Ads machen einen Whirlwind und im Progress kann ich euch jetzt schon Brief und Siegel drauf geben, wird es bei euch DDs geben, die daran verrecken. Macht den ganz klar, hier stehen zwei Gruppen. Einmal hier vorne und da hinten steht noch so eine Gruppe. Wenn ihr euch das noch nicht alles so bewusst ist und ihr Progress, holt eine Gruppe nach der anderen. Macht da euch da keinen Stress da drin. Ihr habt mehr als genug Zeit, um durchzukommen. Eine Gruppe nach der anderen. Hier hinten, ganz am Ende des Ganges, und der Raid steht hier, kommt von hier reingelaufen. Ganz am Ende des Ganges steht so ein Runenkoloss rum. Ah, hi Quincy, ich glaube, die Tipps braucht ihr aber nicht. Wie läuft's bei euch auf dem PTR? Ich hoffe, ihr macht Benoxys stolz und geht auf World First. Weil wir machen's nicht. Also keine Konkurrenz von uns in diesem Raid-Tier. So, der Runeguard, der hinten durchsteht, der hebt immer eine seiner Hände, rechts oder links. Und diese Hand leuchtet dann auch, weil da Feuer drum ist. Das symbolisiert, dass hebt er seine linke Hand, also das wäre dann auf der Seite, dann wird kurz darauf auf der gesamten Seite des Raumes so ein Feuer-AOE runtergehen. Ihr braucht einen Spieler in dieser Gruppe, die außen rumläuft, der den Call macht, links, rechts. Aber macht auch klar, was er damit meint. Wenn er jetzt sagt, rechts, müsst ihr euch klar machen, wenn er rechts sagt, heißt das, die Ability kommt rechts und nicht, dass die Leute nach rechts gehen. Wenn er links sagt, die Ability kommt links. Ihr könnt es natürlich auch umgedreht machen. Ihr könnt von Anfang an festlegen und sagen, wenn ich rechts sage, heißt das nach rechts gehen. Ja? Wenn ihr dann die Zwerge umgehauen habt und immer wieder dem Feuer ausgewichen seid, könnt ihr vorne an den Mob dran. Der Mob selber, da muss ich selber mal eben nachgucken, was der macht, aber ich glaube, der erste Mob hat nicht wirklich viele Fähigkeiten. Wo haben wir ihn? Acolyte. God. Rune Koloss, das müsste der erste sein. Ja, also, wie es hier steht, er chargt einen Spieler an, also würde ich mal wieder vermuten, stackt euch einfach an den Boss dran und Charge sollte keinen großen, eine große Rolle spielen. Dann macht er eine kegelförmige Attacke, also der Tank sollte den aus dem Raid rausdrehen. Ja, und eine Ruhmbarriere. Aber grundsätzlich macht euch nicht zu viele Köpfe um die Fähigkeiten dieser Ads in dem Gang. Die sind wirklich nicht schwer. Alle Ads dort drin, alle Minibosse, ist alles nicht schwer. Einfach nur nicht mega Abfuck machen und irgendwie in diesem Feuerschlag drin stehen. Das reicht schon. Und auch bei den kleinen Dwarfs, die da vorne stehen, steht nicht direkt neben denen und lasst euch mit dem Whirlwind irgendwie den Kopf verpacken. Das war's schon. Wenn ihr da neu seid und noch ein bisschen Angst habt und nicht wisst, oh, neuer Boss, neue Taktik, immer lieber ein bisschen hinten stehen und gucken, was da passiert. Den Schaden, den ihr dort macht, ist wie bei den meisten Sachen in Ulduar, bei den meisten, ja, nicht Hodir oder so, nicht so wichtig, sondern spielt's einfach clean. Und Thorim ist so ein Boss, wo clean spielen zum Erfolg führt. Nicht, dass ihr irgendwie nochmal 300 DPS mehr macht. So, wenn ihr dann den ersten Rune-Koloss umgelegt habt, dann geht's um eine Ecke rum und dort oben steht ein weiterer Boss. Und das ist so ein Iron Dwarf, so ein riesiger Zwerg. Und der hat auch ein paar Fähigkeiten. Und die Hauptfähigkeit davon ist Runendetonation. Macht ein Spielercharakter 4 Sekunden lang unfähig und fügt dann allen Spielercharakteren innerhalb von 15 Metern um den betroffenen Spieler starken Feuerschaden zu. Das ist das Einzige, was ihr euren Raid-Membern wirklich klar machen müsst, dass bei dem zweiten Boss derjenige, der das bekommt, da müssen alle von weggehen. Das ist so das Wichtigste in diesem Gang drin. Und dann,
ja, war es das schon von der Schwierigkeit in dem Gang selber. So, wenn ihr den dann auch umgehauen habt, dann kommt ihr in den dritten Gang rein und hier in der Mitte dieses Ganges sind Fallen. Das heißt, lauft ihr hier durch, kommt so eine Arkan-Barriere und ihr seid dort drin gefreezed oder geslowed. Das könnt ihr verhindern, indem ihr einfach mit dem Raid, macht es euch vorher aus, links rumlauft oder rechts rumlauft, dann könnt ihr das verhindern. Also einfach das hier in der Mitte, da nicht durchlaufen. Und sobald ihr vorne ankommt, könnt ihr rein theoretisch Torim hauen und die erste Phase ist vorbei. Das ist die erste Phase. Arena und der Gang. Den Hard Mode triggert ihr bei dem Fight, indem ihr Torim haut unter, ich glaube, es sind immer noch 3 Minuten. Und ich sag's euch jetzt schon mal, wenn ihr Torim nicht im Hard Mode machen wollt, dann müsst ihr dort warten. Also selbst wenn ihr sehr langsam in den Gang seid und alles super vorsichtig spielt, ist es super schwer, nicht den Hard Mode zu machen. Ja, also achtet auf den Timer dort. Wenn ihr das nicht machen wollt, warten, nicht den Boss hauen. Okay. Und jetzt fängt der richtige Bossfight an und auch die Schwierigkeit des Fights, weil die erste Phase ist immer gleich, ob auf Hard Mode oder nicht Hard Mode. In der Mitte die Ads töten, links rum die den Hallway machen. So, wenn ihr den Hard Mode machen wollt, dann ändert sich in Phase 2 eine Sache und das ist, neben Torim steht so eine Frau. Ich meine, ich könnte auch auf die Lore eingehen, warum diese Frau dort steht, weil das war die Geliebte von Torim und die Geliebte von Loken und die haben sich gegenseitig gecrashed und hatten Streit und der eine hat die dann getötet und hat die dann als als das, was sie jetzt ist, so eine Wirkool oder wie die heißen, wiederbelebt. Deswegen steht die da, nur falls das irgendjemanden interessiert hat. Real Yoshi, hi und danke dir. Torim springt, sobald ihr ihn anhaut, runter in die Arena und landet in der Mitte des Raumes. So. Ich sag jetzt erst wieder die Fähigkeiten, die Torim macht, und gehe dann drauf ein, wie ihr das umgehen könnt, wie ihr eure Einteilung machen solltet und dann vielleicht noch hier und da so ein paar Tipps für Tank, DD, Healer, whatever. Zu den Fähigkeiten, die Torim macht. Torim ist grundsätzlich ein Boss, der mit Blitzen zu tun hat. Das heißt, Nature Razy hilft immer. Ja, sagt irgendeinem eurer Shammies, der soll ein Totem stellen oder der Hunter soll die Aura anmachen. Eins von beiden. Geht beides. Der Fight benötigt 2 Tanks, die beide aufeinander stehen. Und hier oben ist der Balkon. Ja, von da oben springt ihr runter zu Phase 2. Ja? Ach so, eine kleine Sache noch. Wenn ihr in den Raum reinlauft, um den Boss zu pullen, stehen da ein paar Ads und so ein großer Wurm. Haut die einfach um. Sobald die umgehauen sind, ist hier unten so ein Hebel. Und wenn ihr den Hebel drückt, geht die Tür zu diesem Hallway auf. Das hat aber eine Castzeit von, ich glaube, 10 Sekunden. Das heißt, teilt am Anfang schon einen ein, der an diesem Hebel stehen soll. Und sobald die Ads down sind, klickt er den Hebel und kann anfangen zu casten. Ja, weil ich es gerade vergessen habe, das zu sagen. So, kommen wir hier zu der ersten Ability. Der Boss macht einen Unbalancing Strike. Und der sieht so aus. Dieser Unbalancing Strike ist ein Debuff auf dem Tank und verringert die Death-Wertung des aktuellen Tanks. Das heißt, es macht den Tank Crit-immun. Es hebt die Crit-Immunität auf. So rum. Als Tank wollt ihr ja 540 Death-Wertung haben oder Death-Rating, damit ihr nicht mehr gecrittet werden könnt. Wenn ihr den Unbalancing Strike bekommt, kann Torim critten. Und wenn Torim crittet, dann liegt er am Boden und seid höchstwahrscheinlich tot.
Die Tanks müssen immer, wenn ein Unbalancing Strike kommt, taunten. Und zwar ASAP, instant. Dafür gibt's einen Timer. Und der Timer, und das haben die nochmal geändert, ist genau akkurat. Wenn das kommt, schwupps, macht er das. Der, ganz am Anfang war es so, dass er das erst mit dem nächsten Auto-Attack gemacht hätte. Jetzt macht er das instant. Also teilt den Tank ein, der anfängt, und macht denen klar, die sollen genau darauf achten. Der Tank muss auf nichts weiter achten, nur auf Unbalancing Strike. Das ist Ability Nummer 1. Dann kommt eine Ability und die führt wahrscheinlich am Anfang zu den meisten Problemen in den meisten Gilden. Von, ihr seht hier ja diese Pfosten. Und diese Pfosten stehen rundherum im Raum, außer an der Tür, wo es zum Hallway geht. Von dem Pfosten aus kanalisiert Thorim Lightning Bolts. Und zwar zwei nebeneinander und die fliegen von dem Pöller aus zum Boss. Und zwar ganz viele. Also das ist wie so eine Linie aus Lightning Bolts, die aus diesem Pöller rauskommt. Erstens, ihr wollt da nicht drinstehen. Kommt von dieser Linie oder von dem Pöller aus diese Lightning Bolts rausgeflogen, müsst ihr da rausgehen. Ihr wollt das nicht abbekommen. So, ihr sterbt relativ schnell. Zweitens, das zeigt euch an, wohin Thorim seine nächste Ability macht. Und diese Ability ist eine kegelförmige Blitzattacke. Und dann gehen von Thorim aus so Lightning Bolt-mäßige Sachen zur Wand hin. Und als Kegel dafür, wenn jetzt hier diese Lightning Bolts von dem Pöller auskommen und zu Thorim fliegen, und angenommen, das ist jetzt mal eine Linie, ja, also sind wir mal nicht so. Kurz nachdem diese Kanalisation dieser Lightning Bolts aufhört, dreht sich Thorim zu der Seite hin und schießt auf die gesamte Seite Lightning Bolts. Und die machen recht viel Schaden. Und der Kegel dafür ist ungefähr so. In diesem ganzen Bereich hier, wenn ihr dort drinne steht, bekommt ihr relativ großen Schaden. Das heißt, wenn es euch möglich ist, verlasst diesen Bereich. Wenn nicht, use den Death CD. Ihr werdet daran, wenn ihr nicht noch was anderes abbekommt, und über die anderen Abilities rede ich gleich noch, nicht unbedingt sterben. Aber wenn ihr es verhindern könnt, in dem Bereich zu stehen, dann verhindert es. Warum das eventuell schwer werden könnte, das zu verhindern, ist, dass der Boss noch eine weitere Ability hat, und das ist Chain Lightning. Und da nehmen wir jetzt einfach mal, das. So. Chain Lightning ist die Ability, warum ihr bei dem Boss im Progress sterben werdet. Und die funktioniert genauso wie der Chain Lightning von Seliek in Naxxramas oder wie ein Chain Lightning von einem Elishami. Der geht auf ein Ziel und von dort springt es zum nächsten und zum nächsten. Die Sache bei Thorim ist, das springt auf alle Spieler im Raid, wenn sie zu nah zusammen sind, und macht mit jedem Jump, genau wie bei Seliek, immer mehr Schaden. Und ab dem vierten wird's tödlich. Das heißt, wenn ihr, angenommen, ihr habt 8 Melees im Raid und alle 8 Melees stehen hier hinten und der macht ein Chain Lightning da rein, die ersten 3 oder ersten 4 überleben es, alle danach tot, sofort, und ihr könnt nichts dagegen tun. Um das zu umgehen, ist es wichtig, eine Aufstellung zu haben. Und so sieht die Aufstellung bei Thorim aus. Und ich guck mal, ob ich das Bild auch unter das YouTube-Video klatschen kann. Ansonsten macht es euch selber mit hier raidplan.io. Teilt von vornherein ein, wer wo in der Phase steht. Ihr wollt im besten Fall 2 Melee-Camps haben. Es geht auch mit 3 Melee-Camps. Dann müssen die wirklich wie bei Kel'Thuzad im perfekten Kreuz am Boss stehen. Aber am einfachsten ist es so und dann auf Max-Range, weil dieser Lightning Bolt, der springt
Ich glaube, es sind fast 10 Yards, wie er überspringt. Hier steht auch nur in der Nähe, aber ich glaube, es sind 10 Yards, wie der Lightning Bolt der Chain Lightning überspringt. Das heißt, nehmt so eine Aufstellung an und teilt ganz klar ein, Spieler 1, 2, 3, 4, 5 stehen hier und die anderen Melees stehen da. Die Tanks stehen vorne. Und auch für die Caster ist es wichtig, dass am besten immer zwei Leute auf einer Nummer stehen. So, und wenn wir dann mal durchgehen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4 sind 20 und hier wären 5. Und das mit dem fünften hier wäre quasi schon nicht so geil. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ihr ein Range-Stack habt mit drei Spielern. Ja? Also probiert bei Torim, Melees vielleicht nicht zu hoch zu stacken. So, das ist so das Einzige, was euch da killen kann, wenn ihr zu viele Melees auf einen Haufen habt. Dazu ein Tipp. Die Leute, die hier bei uns jetzt auf der 9 eingeteilt sind, hier ist kein Pöller dahinter. Ihr seht, auf der anderen Seite ist ein Pöller, hier nicht. Die 9 ist der beste Platz, um dort eure Heal-Parlers hinzustellen. Das sind die Tank-Heiler in der Regel oder ne, was sonst noch so da ist. Stellt auf die 9 eure Heiler drauf. Zur Not stehen da auch 3. Ja, weil die müssen am wenigsten dann moven und haben nicht die Gefahr, dass zu deren Seite irgendwie die vor den Lightning Bolts ausweichen müssen. Und ansonsten, so wie wir es hier gemacht haben, einfach aufschreiben. Spieler mit Name hier, Name da, Name da, Name da, Name da. Einfach die Namen aufschreiben. Ihr könnt, um das Ganze zu üben, wenn ihr in den Bossraum reinlauft und dort die Ads habt und ihr pullt die Ads, könnt ihr ein Ad schieben und könnt euch probeweise einfach mal aufstellen. Weil erst wenn das letzte Ad gestorben ist, beginnt quasi der Bossfight und dass man den Hebel aufmachen kann. Nur zum Üben. Ansonsten, wie wir es auch gemacht haben, in dem Gang davor haben wir uns mal kurz aufgestellt und haben gesagt, okay, da stellt euch mal hin und so sieht's aus. Wenn ihr euch strikt an die Aufstellung haltet, ist der Kettenblitz das ein geringes Problem. Wird von einem großen Problem zum geringen Problem. So. Das heißt, unsere Aufstellung ist irgendwie so. So was in der Art. Ja, dann packt ihr hier zwei Heiler hin, da ein Heiler. Keine Ahnung, hier auf die Seite noch ein Heiler. So, und am besten überall dann zwei Leute. Wenn es nicht geht, drei und die hier hin. Die Melees stehen so und bilden quasi ein Dreieck hier. Die Tanks stehen auch aufeinander. Und dann habt ihr hier und gebt auch einen der Melees einen Mark über den Kopf aus jedem Camp. Dann wissen die, an wen die sich halten können. Das ist eure Aufstellung. Wenn jetzt ein Chain Lightning dahin kommt, so what? Macht nicht so viel Schaden. Hierhin geht auch klar. Keiner stirbt. Und das sind die Hauptabilities von Torim. Und so wäre der Fight auch, wenn ihr den im Normal Mode spielt. Der Hard Mode addet dazu, dass diese Sif, wie sie heißt, auch mit im Raum drin steht. Und deren Abilities zu den Abilities von Torim hinzugesehen, sorgen dafür, dass Leute sterben. Und das kann man verhindern, A, durch die Aufstellung, B, ihr könnt in dem Fight auch gerne noch einen weiteren Heiler hinzufügen. Normal habt ihr bei fast jedem Boss 5 Heiler. Nehmt im Progress sonst einfach einen 6. Heiler dazu. Der Damage-Check oder so ist nicht das Schlimme bei dem Bossfight. Diese Sif macht nämlich ein Blizzard und der funktioniert genauso wie der Blizzard bei Aran, Shade of Aran in Karazhan. Der ist ungefähr im halben Raum und bewegt sich so im Kreis.
Der Blizzard geht aber auch nur bis irgendwo hier. Das heißt, die Mitte ist frei. Wenn ihr jetzt ein Range Camp seid, dann könnt ihr auch, wenn der Blizzard da ist, hier hingehen. Solange ihr hier die 10 Yards Abstand haltet, dann kriegt ihr den Blizzard nicht ab. Und die einzigen Camps, wo das schwierig ist, sind diese Camps hier, die direkt an einem steht. Aber das Camp hier kann auch weiter nach vorne. Grundsätzlich steht so kompakt wie möglich Richtung Mitte. Also ihr Caster, ihr müsst nicht hier hinten stehen. Steht so nah es geht Richtung Mitte. Weil dann weicht ihr den Blizzard einfach aus. Dann schießt sie zusätzlich noch einen Frostbolt-Volley. Der trifft alle im Raid. Genau das gleiche wie bei Kel'Thuzad. Volley kommt, alle werden getroffen, an allen macht's Schaden. Und zwischendrin einzelne Frostbolts. Mehr oder weniger genau wie bei Kel'Thuzad. Nur dass Kel'Thuzad das immer auf den Tank macht und sie macht das random auf irgendeinen. Macht eine Frostaura an. Ja. Und das Ganze macht schon mal halb so viel Schaden. Um das Ganze ein bisschen entspannter zu machen und eure CDs auch ordentlich zu benutzen. Es ist schwer, man hat keinen Timer, für wann sie den Frostbolt-Volley macht. Das heißt, man kann nicht sagen, erster Frostbolt-Volley, der CD, zweiter, der CD. Aber um diese Überlappung zu verhindern, dass Frostbolt-Volley plus ein Chain Lightning eintötet, könnt ihr immer direkt nach einem Frostbolt Volley ein CD ziehen. Wenn ihr schnell seid, eure Heiler, dann sieht man auch den Volley rausgehen und er kann instant auf die Taste drücken. Wenn das nicht so ist, used es trotzdem nach den Volleys einfach. Weil, wenn danach dann ein Blizzard-Tick kommt oder ein Chain Lightning kommt oder ein von diesen Lightning Bolts nach außen, dann ist der nächste einfach um 20% abgeschwächt durch eine Raid-Sack oder durch Auren-Mastery mit Frost-Aura zusammen. Also guckt, dass ihr diese CDs einfach an die Frostbolt-Volleys anpasst. Richtung Ende des Fights wird der Schaden, den Thorim macht, erhöht. Das heißt, diese ganzen CDs sind gut angelegt in den letzten 50% des Kampfes. Guckt, dass ihr die ersten 50% vielleicht mit Self-CDs, Gesu oder so rumkriegt. Was noch hilft, ist die Death-CDs auf dem Tank. Ich habe jetzt hier ein Pain-Sub drinne stehen, aber keine Ahnung, eine Bubble-Sack zum Beispiel wäre auch gut. Generell immer, wenn ein Fight anfängt, diese erste Hit, den der Boss macht, ist immer relativ risky. Weil die Heiler noch nicht am Casten sind und. Wenn eure Heiler so gut sind, dass sie pre-casten, dann braucht ihr im Phasenübergang keinen CD. Ansonsten packt einfach drauf auf den Tank, der anfängt. Das macht es für eure Heiler ein bisschen einfacher, reinzukommen. Und sonst use diese Single-Target-CDs für die Tanks auch am Ende des Fights. Also Shield Wall, Bubble Sack, und Engel, wenn ihr ein Holy dabei habt und. Benutzt Richtung Ende des Kampfes. Und färbt den Boss einfach runter. Selbst wenn hier 3-4 Leute sterben, könnt ihr den Boss immer noch umhauen. Also panik nicht, irgendwie 2-3 Leute sterben, ist verkraftbar bei dem Fight. Bei vielen anderen Hard Modes ist es absolut nicht verkraftbar, wenn ein Spieler stirbt. Bei Thorim ist es. Ja. Und ich denke auch, wenn ihr strikt diese Aufstellung befolgt, dann werdet ihr vielleicht höchstens 5-10 Tries brauchen, bis ihr den Tod habt. Also das wäre der erste Hard Mode der Keeper, den ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde zu machen, bevor ihr irgendeinen anderen macht. Und an sich wäre es das. Noch eben zu der Einteilung für Phase 1. Ihr wollt in der Arena 10-12 Spieler haben und im Gauntlet 13-15. Schickt in den Gauntlet eure Caster und ich würde einen Schurken mit reinschicken. Der Schurke ist einfach nur dafür da, für die ersten Zwergen-Ads eine Tricks auf den Tank zu machen.
Falls ihr alle vier zusammenzieht, hilft er dort enorm. Ja. Und ansonsten schickt die Melees, lasst die Melees in der Arena und die Rangers in den Gauntlet. Was natürlich auch hilft im Gauntlet von den Healern her, ein Dissi, euer Dudu Heal und ein Parler. Wenn ihr fünf habt, schickt die drei in den Gauntlet. Der Dudu Heal kann im Laufen heilen, der Dissi kann im Laufen heilen und der Parler kann dort seine Feuer-Aura zum Beispiel anmachen für den zweiten dicken Boss. Und in der Arena unten lasst ihr dann euren anderen Holy Parler und was auch immer ihr habt. Shami oder Holy Priest oder zweiten Holy Parler, whatever. So, und das wär's zu Thorin.